Willkommen bei Dancing Stars, die Entscheidung. Ja, hier unser Walk of Fame. 11 Dancing Stars Siegerpaare haben wir in den letzten Jahren schon gekürt. Schau, Klaus, da ist dein Stern. Wie jung und frisch du da ausschaust. Also immer noch genau wie jetzt. Also ein Gesicht zu jetzt. 12 Jahre ist her, Wahnsinn. Wahnsinn. Da die Claudia Reiterer, Astrid Württemberger. Ballerstock getanzt 2011. Hey, Petra Frey, Rainer Schönfelder. Roxanne Rapp, Verena Scheitz, heute auch im Publikum, Martin Verdini natürlich auch. Aber hey, da fehlen ja noch die beiden Namen hier im 12. Stern, die beiden Gewinnernamen der diesjährigen Staffel. Nur welche Namen da eingraviert werden, das steht eigentlich jetzt schon fest. Aber wir wissen noch nichts. Aber das Voting ist inzwischen beendet. Ja, Liz oder Michael, wer wird diese Nacht ein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen oder sich morgen früh an nichts mehr erinnern, kann natürlich auch sein, je nachdem, wie die Party heute Abend ausschaut. Aus dem Rennen, das ist jetzt einmal sicher, sind Nicole und Dimitar auf dem dritten Platz. Man sagt immer, der undankbare dritte Platz. Also bei Dancing Stars, der dritte Platz ist kein undankbarer dritter Platz. Das ist schon auch ein toller Platz. Und die haben so hart gearbeitet, auch für ihren Showtanz. Ja. Und ich würde sagen, dafür müssen wir es eigentlich belohnen. Na, unbedingt. Den schauen wir uns an, oder? Was will das Publikum? Den Showtanz der fantastischen Drittplatzierten. Hier ist er. Bitte schön, Nicole und Dimitar. Danke.
Danke. Danke, Nicole und Timmy, dafür diesen großartigen Showtanz, der absolut auch final würdig war. Ich glaube, da sind wir einig. Dancing Ovation. Standing Ovations, zu Recht. Jetzt fragen wir mal die Jury, die eigentlich nichts mehr zu sagen hat. Wir fragen sie trotzdem. Na schon noch einmal, oder? Mich würde sie interessieren. Reden können sie noch, sagen, ja. Zu sagen haben sie nichts mehr. Dirk, geht noch. Ja. Was sagst du denn Showtänzen? Schwierig. Also zwischen den ersten beiden meinst du jetzt? Ja. Beides hervorragend, ganz verschiedene Themen. Das eine mit unglaublichem Humor, das andere mit sehr gutem Können. Wobei das mit Humor war auch nicht ohne Können. Sehr, sehr schwierig. Ich möchte das jetzt nicht entscheiden. Aber für wen? Das heißt, du willst doch auch nicht sagen, für wen du den Daumen drückst. Nein. Kann ich nicht sagen. Oh, Zeigefinger. Lass das auf mich zukommen. Ich lass das auf mich zukommen. Georg. Ich muss sagen, Mittelfinger. Was ich sagen muss, ist, dass Herr Petzner heute das erste Mal Humor gezeigt hat. Carina, für wen schlägt dein Herz heute Abend? Du hast beide Showtänze gesehen. Wie ich schon sagte und schon heulte heute Abend, schlägt mein Herz für alle offensichtlich. Auch Tränen gab es für alle und vor allem die Musik auch fantastisch. Danke euch, ja. Danke euch. Es ist so berührend, es ist unglaublich. Eigentlich, manchmal ist das sehr verblüffend und viele Zuschauer wissen das nicht. Aber wenn man jetzt die Musik leiser schalten würde, dann gäbe es nur den puren Tanz und der ist sehr oft mangelhaft gewesen, aber nicht heute. Heute war großartiger Tanz. Was soll ich sagen? Gut, Liz und Thomas, unglaublich, verdienen den Sieg. Aber mein Herz. Okay, mein Herz verändert. Es war nicht nur, weißt du, Liebe auf den ersten Blick, es war auch Liebe auf den achten Blick heute in der achten Für den Show. Schotti, der hier vor mir sogar einen Strip hingelegt hat. Habe ich das richtig gesehen? Ganz Österreich, ja, das war voller Einsatz. Danke. Bitte, wobei ich dir sagen muss, das ist natürlich nicht geplant. Er hat es im letzten Augenblick gesagt, ich muss für Carina mich ausziehen. Ich muss vor der Carina mich ausziehen. MS Carina. Also, ich habe es gespürt. Ich habe es dann auch geweint. Weil alle haben von Herz geredet. Man sagt dir nach, du hättest keines. Du hast natürlich eines, wenn es auch aus Stahlbeton genau. ist. Für wen würdest du es sprengen heute? Na, Herz habe ich keins, aber Augen schon. Und ich betrachte Dancing Stars und ich betrachte nicht nur diese Show. Und ich betrachte die 8 Wochen und für mich soll derjenige, der Sieger sein, der eigentlich 8 Wochen lang Höchstperformance gebracht hatte und im letzten entscheidendsten Moment heute sich quasi Höchstform gebracht hat. Und das waren Lise und Thomas. Nicole, wer soll gewinnen, deiner Meinung nach? Naja, ihr Richtig. Kennt mich ja ein bisschen. Ich drücke natürlich für beide. Ich habe 2 Daumen und ich drücke für beide Paare die Daumen. Ich muss sagen, die erste Runde, die besten beiden Tanzrunden, die hat schon die Liz wirklich fantastisch getanzt. Aber dann der Schotti mit dieser Shownummer und da steht er hier ohne Hose. Also, ja, ja. Die unglaublich, die Show. Ja. Und das hast du ja auch schon mal. Du hast, das hat dir auch Glück gebracht. Du hast auch hosenlos getanzt. Wer hat es erfunden? Naja, eben, gell? Also, Wir danken unserer Jury, ja. Dirk Heidemann, Carina Sarkisova, Bola Schäcker, Nicole Hansen ja. für eure Fachkommentare und es war toll mit euch. Und jetzt bitten wir die beiden Finalpaare ein letztes Mal zu uns aufs Parkett. Hier sind Liz und Thomas. Und hier sind Michi und Conny. Danke sehr. Also, diesen Weg, die Showtreppe herunter, habt ihr in den letzten Wochen etliche Male, also mit den Proben würde ich sagen, hunderte Male hinter euch gebracht. Aber heute war es absolut das letzte Mal.
Ein letztes Mal stehen nur noch zwei Paare auf dem Parkett, aber heute stellt sich nicht mehr die Frage, welches kommt weiter, sondern wer sind jetzt die Dancing Stars 2019? Auch dieses letzte Votum ist natürlich überwacht von unserem Herrn Notar, der hinten wieder hell erleuchtet steht. Herr Notar, Sie haben höchstpersönlich die Namen der Dancing Stars Sieger in dieses Knöllchen gesteckt, genau, und überwacht. So ist es. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir ein tolles Finale gesehen haben. Das Publikum hat das mit vielen Votes belohnt und die wurden alle korrekt erfasst und befinden sich jetzt dort in der Kugel in Form des Siegerpaars. Danke, Herr Dr. Thorsten Antenreitner. Ich bleib stehen bei Liz und Thomas. Und ich bleib stehen bei Michi und Conny. Schon aus Altersgründen. Ja, es war ein langer Weg, den wir mit euch gegangen sind. Wir durften Show für Show bewundern, was ihr euch erarbeitet habt. Und ihr habt wirklich alles gegeben. Und wir haben den Beweis. Hier nochmal die schönen Tänze. Euer Weg hierher ins Finale. Bravo. Aber auch für mich und für Conny war es ein ereignisreicher und anstrengender Weg bis hierher. Und auch mit euch schauen wir uns jetzt die Tänze an, mit denen ihr uns die letzten Wochen alle großartig und restlos begeistert habt.
tanzen einen Tango. Alle wieder von uns an. Und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? Ich glaube, das war eine Zeit, an die wir uns, aber natürlich vor allem unsere Teilnehmer, sich noch lange erinnern werden. Eine Zeit, aus der beide Paare ganz viel für sich mitnehmen. Und ein Paar obendrauf krallt sich jetzt auch gleich noch den Dancing Stars Stern. Aber welches Paar wird es sein? Das steht da vorne auf dem Knöllchen. Schau mal rein. Nur du und ich, wir sagen es niemandem. Sie zu Hause haben entschieden, nur noch mit ihren Anrufen und SMS, wer sich heute Abend so richtig freuen soll. Für wen es auf der Achterbahnfahrt der Gefühle noch mal ordentlich raufgeht. Ziehst du oder zieh ich? Ich zieh, du machst auf. Guter Deal. Oder? Ist aber gar nicht so leicht, das Ziel. Die Gewinner des Dancing Star Sterns 2019 Die Sieger dieser 12. Staffel Die Dancing Stars 2019 heißen. Moment. Bitte ein bisschen Handel halten. Ja, das ist aber eh schön. Ich meine, wir können jetzt stundenlang so weitermachen. Aber ich glaube, das Publikum wird dann unruhig. Ne? Im Publikum gibt es Meinungen, habe ich schon gehört. Ja. Na, was glaubt ihr? Es ist geteilt. Es ist. Die Gewinner sind Liz und Thomas. Liz und Thomas sind die Dancing Stars 2019. Liz Görgel und Thomas Kramel sind die Gewinner der diesjährigen Staffel. Schotti! Ich finde das total richtig und ich gratuliere der Liz mit ganzem Herzen. Sie hat es verdient gewonnen mit dem Thomas. Sie sind einfach die besseren Tänzer, die besten Tänzer. Liz, ich liebe dich. Ich will ein Kind von dir. Hey, ich will ein Kind von dir. Und es ist so ein Dancing, klar. Das war Glenda. Gratuliere, du hast es verdient gewonnen. Das wäre ungerecht gewesen. Danke, Schotti, dass du dabei warst. Es war eine Bereicherung für diese Staffel. Liz Görgel, Dancing Star 2019, Thomas Kramel. Ohne Conny. Komm auch zu uns, Thomas. Ihr zwei, Abschlussworte unserer Sieger. Thomas, das ist für dich. Du hast dir das so verdient. Weil du hast das schon so lange gewonnen. Du hast alles probiert. Und ich bin froh und dankbar, dass das jetzt gegangen ist. Und Schotti, du bist auch so eine Inspiration für ganz Österreich. Ich liebe dich. Du bist klasse. Komm. Es hat sich selten ein Dancing Star so über den Titel gefreut, wie jetzt gerade der Thomas und die, natürlich auch die Liz. Sie haben hart dafür gearbeitet, sie haben es verdient, aber auch die anderen beiden waren nicht minder emsig unterwegs. Ein würdiges Finale, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt es wirklich genossen, habt sie gut unterhalten. Thomas! Geh zu deiner Partnerin.
Und an Sie zu Hause, ein Stern von uns an Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen und dafür, dass Sie uns auch bei dieser 12. Staffel die Treue gehalten haben. Ja, bis bald. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao. Danke. Es war wieder schön mit dir.